Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ja. Da kommt sie. In Deckung. Und singelt. Warte. Nimm das. Okay. Und das. Kann weitergehen. Hier, zeig's mir. Das ist Plastik. Ja, ja, bin gleich da. So, Schluss mit dem Spielchen. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Und... Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben ein Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Lage. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Es geht um, naja... Die verschollene Stadt Bangkok. Nein, nicht um Bangkok. Verschollene Städte bei Bangkok. Inner- und außerhalb der Stadtgrenzen von Bangkok. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung.
Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemals. Sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, du hast warte. Gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Okay, sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Mensch, Bandicoot. Gibt's ein Problem? Nein, nur... wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Ja, und mit X springst du. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Das dreht nicht weh. Gut. Geht doch. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Beutelwachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Okay, zerstör die Kisten. Warum zerstört der Fuchs Kisten? Er macht das eben. Fuchs, das ist nicht sehr realistisch. Perfekt. Übrigens, Füchse können das. Beuteldachs. Sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Reingefallen. Ich weiß, wie kletter ich raus? Du bist tot. Oh, wie unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Wer sollte klettern da? Klettern hat mir immer geholfen. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein extra Leben. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Und der arme Fuchs. Beuteldachs. Okay. Immer. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Okay, du hast es raus. Warum stiehlt ihr all die Früchte? Füchse brauchen kein Gerücht. Er stiehlt sie nicht. Er sammelt sie. Sie gehören nicht ihm, also ist das still. Na gut, wenn du willst. Wie war das? Nichts. Aber es schon. Konzentrier dich. Spring über die Grenze. Er springt nicht weit genug. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar.
Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Hm? Setz dich. Erzähl mir von dir. Hm? Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Khans Schatz? Ja. Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und, wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber...
Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen.